Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. In Hamburg sagt man du, ich komme aus Hamburg. Das kann ich besser. Also ich kann auch siezen versuchen, aber ich verfall schnell wieder ins Du. Ich wurde schon so nett angekündigt, die Bindung macht's. Der Titel ist so, wie Eltern und Kinder durch bindungsorientierte Erziehung profitieren. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier über eins unserer Lieblingsthemen sprechen darf. Habe ich mich, also wirklich, gerade das ist ja so ein ganz wichtiges bei uns. Ich sage bewusst uns, weil eigentlich bin ich zu zweit hier. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, da funktioniert's. Auf dem Foto sieht man noch Diana. Diana Schwarz und ich, wir sind Freundinnen und Geschäftspartnerinnen. Wir haben 2012 einfach Eltern gegründet und die Trageschule Hamburg und bilden Kursleiterin für Babykurse aus. Also das ist ein Kurskonzept, das nicht sich in also den Fokus der motorischen Entwicklung der Babys sieht, sondern eher so die seelische Entwicklung. Also was passiert eigentlich wann? Wann können die was? Wird es auch heute drum gehen in gewissen Punkten, weil wir einfach Babys verstehen müssen, damit wir wissen, was das mit der Bindung macht. Dann haben wir noch die Trageschule Hamburg, da bilden wir Trageberaterinnen aus. Also wenn ihr euer Baby getragen habt und das war nicht so richtig bequem oder ihr wollt es tragen und es ist irgendwie, fühlt sich nicht so gut an, dann gibt es Beraterinnen für, die kommen zu einem nach Hause und zeigen einem, wie man das verdammt bequem einstellen kann. Genau, und wir organisieren auch seit 2014 alle 2 Jahre einen Kongress. Wer also nach diesem Wochenende noch nicht genug hat, nächstes Jahr im Oktober machen wir einen in Hamburg, das ist der Attachment Parenting Kongress. Da geht es eben auch um bindungs- und beziehungsorientierte Begleitung von Kindern. Und last but not least haben wir ein Buch geschrieben, das ist letztes Jahr im Küssel Verlag erschienen, Baby Basics. Ist eben auch so in kleinen, wir sagen immer, es ist so für Väter geschrieben, weil das so kleine Abschnitte hat. Die liest man auch mal irgendwie mal zwischendurch. So ganze Wälzer, es ist immer so ein bisschen gemein, das so Gender-Zeug, ne? Ist Quatsch, aber das ist uns zugetragen worden, dass Männer das total gut finden, dass sie nicht 300 Kapitel lesen müssen, sondern nur mal immer mal wieder einen Absatz. Genau, es geht heute um Bindung. Und wenn man das in eine Suchmaschine eingibt, dieses Wort, dann findet man da 2 verschiedene Definitionen. Die erste ist eher so ein bisschen ins rechtsvertragliche, also das Rechtswesen. Man bindet sich, man geht Verpflichtungen ein, man ist gebunden an etwas. Und die zweite Definition, da geht es eher um diese enge Bindung zu seiner Familie. Wenn wir jetzt mal uns hinterfragen, was bedeutet Bindung für uns. Mittlerweile ist das ja ein Wort, das man schon oft gehört hat. Als ich vor 11 Jahren Mutter wurde, da war das noch nicht so in aller Munde. Das kommt immer mehr, habe ich so das Gefühl. Das ist auch schön, finde ich. Aber in erster Linie denkt man ja womöglich, ah, ne, Bindung, wenn wir das zu gut haben, wir mit den Kindern, dann ziehen die ja nie aus. Dann bleiben die für immer bei uns und es wirkt eher so ein bisschen wie Klebstoff. Und jetzt haben wir aber hier unten diese Dame auf der Schaukel, das sieht so gar nicht nach Klebstoff aus und genau darum soll es heute gehen. Eine Sache, die wir bei uns als Leitsatz sogar im Logo haben, ist Wissen schafft Bindung. So ein kleines Wortspiel, für uns aber nicht unwichtig, weil gerade das Wissen darüber, wie Kinder funktionieren oder überhaupt irgendwas funktioniert, also früher dachte man ja auch, Donner ist der Zorn der Götter. Es ist ziemlich gut, dass wir heute wissen, dass das nicht so ist. Und dann kann man das ganz anders einordnen. Und bei Kindern kann man das auch fantastisch gut anwenden, weil die erscheinen uns ganz oft ganz anders, als sie eigentlich sind. Die Wissenschaft ist heutzutage unfassbar weit. Also vor noch nicht wenigen Jahrzehnten haben wir überhaupt gar nicht viel gewusst. Da gibt es natürlich Studien, aber heutzutage können wir in der Hirnforschung einfach auch Sachen abbilden. Das ist nicht nur wir vermuten oder wir haben uns 1000 Kinder angeguckt und da hat das bei 900 war das so, also gehen wir davon aus, dass das jetzt so ist, sondern man kann es wirklich abbilden. Und deswegen ist dieser Vortrag auch nicht irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern das sind wirklich neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft, Hirnforschung, Bindungsforschung, da wird viel gemacht. Und wenn wir wissen, warum unsere Kinder so nervig sind, ganz oft, dann ist es vielleicht immer noch nervig, aber wir haben einen anderen Blick auf die Kinder. Ich liebe da so ein Beispiel von Herbert Renz-Polster, das erzählt er immer gerne.
Zweijährige auf dem Spielplatz, die rennen da rum, sind total fidel, sind aktiv. Und dann sagt Mama so, wir gehen jetzt nach Hause, und dann machen die so und wollen auf den Arm. Eigentlich immer. Also das beobachte ich auch immer wieder fröhlich auf anderen Spielplätzen mit anderen Leuten. Das ist immer das gleiche Schema XY. Und du kannst auch 12 Tüten an der Hand haben und das Laufrad, das Kind will auf den Arm. Und dann habe ich mich selbst, als ich das noch nicht wusste, warum die das machen, habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Du siehst doch, ich habe hier 12 Taschen und ein Laufrad. Du siehst doch, also ich habe an die Vernunft und an den Verstand meines Kindes appelliert. Und jetzt weiß ich aber, dass das ein ganz altes Programm ist, das in den Kindern abläuft, nämlich der Stamm setzt sich in Bewegung. Ich muss auf den Arm, ich könnte sonst vergessen werden. Das ist ein rein instinktives Verhalten, noch aus ganz alten Zeiten. Und wenn man das aber weiß, dass die jetzt gerade gar nichts dafür können, dann habe ich das auch noch unterm Arm, zusätzlich zu den 12 Taschen und dem Laufrad, weil ich habe eh keine Chance. Es sei denn, ich mache es anders als bindungsorientiert. So, als ich Mutter wurde, vor 11 Jahren, also meine große Tochter ist 11, da war das so, dass ich dachte, also ich war schwanger und ich dachte, das wird so. Für mich war ganz klar, alle sagten, ja, leg dich noch mal hin, das wird ganz anstrengend. Da habe ich immer gesagt, ja, bei euch, ihr seid ja nicht ich kriege das super hin, das wird total fantastisch. Die wird alle 4 Stunden, kriegt die Milch und so, wie man das halt so hört und denkt. Und dann kam meine Tochter auf die Welt und dann war das eher so. Und wer jetzt lacht und sich wiedererkennt, da kann ich euch nur sagen, wir sind halt nicht allein. Das sind 60% von 100. Es gibt 40%, die eher so sind. Die dürfen sich jetzt freuen und die anderen dürfen einfach sich jetzt freuen, dass wir nicht alleine sind. Und diese 60% teilen sich auch nochmal auf in 40-20. Also 40% sind so und 20% sind nochmal krasser. Und wer jetzt lacht und sich wieder findet, dem möchte ich ein Buch empfehlen von Nora Imlau, So viel Freude, so viel Wut. Da geht es um gefühlsstarke Kinder, die immer noch mal einmal mehr sind als die anderen. Wo man immer denkt, alle stehen da und sagen den Bratapfel auf und meins macht eine Kerze vor den anderen. Dann ist das nichts Schlechtes, sondern einfach anders. Und dann denke ich immer, ja, aber der wird auch mal Geschäftsführer, weil der hat einfach, der wird sein Ding machen. Und dann geht es uns schon direkt wieder besser. Wenn wir aber mal überlegen, woher kommt denn unser Wissen über Kinder, ist ganz spannend, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Das ist nämlich einmal Hollywood, also damit meine ich die Medien insgesamt, nicht nur diesen Hangover-Film, sondern tatsächlich, egal wo, in welchem Film ein Baby vorkommt, das ist nicht oft zu sehen. Die dürfen gar nicht so viele Drehzeiten haben. Und wenn wir bei diesen Drehzeiten womöglich dann auch noch die dabei hätten, das wäre ja realistisch, dann guckt das keiner mehr und der Plot ist auch ein anderer. Ne? Also deswegen haben wir aber, unsere Idee ist, dass wir solche Kinder kriegen, weil die sind die in den Filmen und die eigene Erziehung. Also da kommt auch noch einiges her, das bin ich auf dem Arm meines Vaters, meine Mama steht daneben, ich bin bei so Hippies groß geworden. Ja, sieht man deutlich. Aber ich durfte alles. Also ich habe ewig bei denen im Bett geschlafen. Ich musste zu Hause sein, wenn die anderen halt nicht mehr da waren, weil die mussten um 6 pünktlich oder so. Also bei mir war immer, wenn die anderen nicht mehr da sind, dann kommst du bitte auch nach Hause. Und ich habe es heute Morgen noch erzählt, ich durfte mit 14 alleine mit einer Freundin mit einer Bustour nach Paris fahren. Wir konnten kein Wort Französisch. Die haben einfach mir vertraut, ne? Und jetzt ist der unangenehme Part auf dieser Folie, nämlich Frau Harrer. Ist vielleicht nicht jedem Begriff. Frau Johanna Harrer ist Lungenfachärztin gewesen und hat einen Erziehungsratgeber im Dritten Reich verfasst, der leider, leider immer noch ganz viel in unsere Erziehungsideen mit reinschwingt. Da sind einfach der Blick auf Kinder, so dass man immer denkt so, na siehste, der muss doch jetzt sehen, dass ich diese 12 Taschen in der Hand habe und der braucht jetzt nicht denken, dass ich den jetzt auch noch trage und so. Also dieser Blick auf den Tyrannen, der wickelt dich um den kleinen Finger, das macht er absichtlich und Schreien stärkt die Lungen, kommt auch von der. Also das war quasi so ein Leitfaden zur Bindungszerstörung, weil die wussten über Bindung Bescheid,
Aber die wollten die nicht. Die hatten gar keine Vorteile von Bindung. Da hätte ja eine Mutter gesagt, nee, den kriegst du mal nicht hier als Soldaten, der bleibt mal schön zu Hause. Man brauchte Gehorsam. Und das haben die gewusst und deswegen haben die sich das Wissen zunutze gemacht und haben zum Beispiel gesagt, die ersten 24 Stunden nach der Geburt, da soll das Kind nicht zur Mutter. Die hatte jetzt eine anstrengende Geburt, das muss erstmal separat aufbewahrt werden, auch am besten bloß nicht viel Körperkontakt, kuscheln, auf keinen Fall, wenn es weint, lieber schreien lassen. Schreien stärkt die Lungen, das ist ganz wichtig. Und die wussten auch, dass Muttermilch nach 20 bis 90 Minuten spätestens verdaut ist, haben aber trotzdem 4 Stunden Fütterabstände propagiert. Wenn man aber weiß, dass das quasi Hunger ist, ich meine, Nabelschnur macht auch nicht alle 4 Stunden nur die Pforte auf. Die waren 24/7 gewohnt, Wärme, Kuscheln, Essen, Nahrung, Getränk, alles immer rund um die Uhr. Und dann wurde gesagt, nee, alle 4 Stunden nur. Und Essen als Machtmittel, da wird ganz schnell klar, ich habe hier nichts zu sagen. Da ist der Chef und ich bin klein und ich bin trotzdem, bindet man sich an die Eltern. Also wer sich dafür interessiert, gibt es ein spannendes Buch drüber, was die in dem Erziehungsratgeber geschrieben haben und was sie damit erreichen wollten. Heißt Sigrid Chamberlain, heißt die Dame, Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und über 2 Erziehungsratgeber. Das Schlimme ist halt, das ist nicht 1945 vom Markt genommen worden, sondern nur die faschistoiden Inhalte raus und dann bis 1989. Also und es war Hebammengrundwissen. Das haben die Hebammen in die Hand gekriegt als Grundlage für ihren Job. Und wenn man jetzt an ein älteres Semester gerät, die das quasi in ihrer Ausbildung hatte, dann ist halt schlecht, weil wir wissen ja heute, und da kommen wir gleich wieder zurück, wir wissen heute so viel mehr. Dann machen wir direkt einen kleinen Exkurs, nämlich zum manipulativen Verhalten. Dieses, das macht er doch absichtlich, das macht er doch damit. Was glaubt ihr ungefähr, wann können Kinder das? Also mit wie vielen Jahren meint ihr, ruft einfach mal rein, wann können Kinder wirklich, wann machen die was absichtlich? 4, höre ich da, 5, 1, mit 1, ne, das höre ich ganz oft, 2. Ja, die wirken ja auch so. Ich meine, wer kennt es nicht, die sitzen in ihrem Hochstuhl und werfen das Brot runter und Mama hebt auf. Und dann grinsen die einen an und werfen es wieder runter. Das wirkt ja schon wie Absicht, ne? Und dann hebt man es wieder auf. Und für die Kinder ist es aber tatsächlich eher ein Kennenlernen von Schwerkraft. Wie reagiert Mama wann? Und wir wissen ja, wie oft man eigentlich laufen lernen muss, bis es richtig gut funktioniert. Ne? Tausende von Malen. Und deswegen werfen die auch tausende von Malen Brot runter. Weil das spannend ist, herauszufinden, oh, guck mal, jetzt guckt Mama aber nicht mehr so lustig. Oh, jetzt ist sie, glaube ich, jetzt das Brot weg. Ne? Jetzt, wo ist das Brot? Und das Spannende ist aber, dass wir heute wissen, und da ist es wieder, es ist schön, wenn man es weiß, ist eigentlich die wichtigste Folie des Tages hier, die können das erst mit ungefähr Eingangsschulalter. Da kam ja so 6 gerade, ja, das ist unter anderem ein Grund, warum man die dann erst einschult, weil man die vorher einfach auch, das sind ja tickende Zeitbomben. Das ist Hirnreife, das ist ein riesen Prozess, der da abgegangen ist, dass die das überhaupt können und auch so, ja, wenn ich die jetzt zu meinem Geburtstag einlade, dann lädt die mich auch ein und dann ist bestimmt super, also ich mach das mal. Das können die erst so mit 6, 7. Meine Kinder sind jetzt 7 und 11. Ihr glaubt gar nicht, wie schön das zu Hause ist. Ich habe vernünftige Menschen zu Hause, denen ich zum Beispiel auch sage, du, es ist kalt draußen, du müsstest eine Jacke anziehen und dann kommt von dem Kleinkind, ja, okay. Und du denkst nur, oh mein Gott, sie hat okay gesagt. Sie hat okay gesagt, wie schön. Sie ist einverstanden mit dem, was ich da sage. Und sie muss nicht erst selbst probieren, ob es wirklich kalt ist. Weil für Kinder ist es mega abstrakt, wenn ich denen drinnen in der Wärme sage, draußen ist kalt. Da muss man die schon mal im Schlafanzug rausgehen lassen. Ne? Oder so wie du das machst, ne? Die wollen sich ja nicht anziehen. Morgens hast du gesagt, die wird abends schon angezogen. Die schläft abends in den Tagklamotten. Ja. Das ist voll gut. Ich meine, man fängt an, Tricks zu erfinden. Meine Tochter hatte diese Ballettkleidzeit. Das durfte auch nachts nicht ausgezogen werden, auf gar keinen Fall. Ich habe ein zweites heimlich gekauft, weil es muss ja mal gewaschen werden. Ich meine, ich kann ja nicht 3 Wochen konstant in diesem Kleid rumlaufen lassen.
Und dann habe ich die nachts heimlich umgezogen und habe ihr das Frische angezogen. Ja, ich habe richtig gute Schläfer. Die kann ich auch einmal durch den Bollerwagen rüberfahren und Schneeanzug an und aus. Die schlafen weiter, ist voll gut. Ich weiß, das ist wirklich beneidenswert. Genau, aber dieses... Das ist auch nur ein kleines Beispiel bei meiner kleinen Tochter, die ja jetzt gerade 7 geworden ist. Die war letztes Jahr auf dem Kindergeburtstag eingeladen, 6. Geburtstag. Das Geburtstagskind, ich hole die ab und dann läuft die da so rum und ich wundere mich, wo die beste Freundin des Geburtstagskindes ist. Ich so, wo ist denn Stella? Ja, Stella war nicht eingeladen. Die war letzte Woche doof. Die sind so, seit die auf der Welt sind. Aber das ist so ein schönes Beispiel dafür, weil das hätte mit 7, hätte sie sie eingeladen. Mit 6 nicht. Die war letzte Woche doof, die lade ich auf keinen Fall ein. Und das ist halt, wenn wir das wissen, dass Kinder vorher uns überhaupt nicht manipulieren können. Ja, wie geil, wir können hinspringen. Immer wieder und können die verwöhnen und betüddeln und alles für die tun, weil sie können es nicht gegen uns verwenden. Das ist ja das, was uns immer eingebläut. Oh, wenn du jetzt rennst oder und nochmal oder so, das merkt es sich ja und dann musst du das immer machen. Ich meine, ich sage doch auch nicht zu meinem Mann, ich wäre mal nicht so nett zu mir, weil sonst gewöhne ich mich da dran. Bei Kindern haben wir haben bei Kindern immer Angst, dass sie das gegen uns ausnutzen, ne? Ja, ist doch so. Da sind wir wieder bei der Wissenschaft Bindung, ne? Die kommt öfter, die Folie, weil Wissen, ne? Wenn wir es wissen, das können wir benutzen. Das war ich nicht. Ist auch so ein Thema. Kinder sind, bevor die diesen Prozess mit der Vernunft und Verstand online schalten, ist diese magische Phase. Die ist krass. Dann erzählen die einem auch, wir waren jetzt heute mit der Kita auf dem Reiterhof. Das stimmt auch alles, da hatten wir einen Zettel für. Ja, und dann haben wir jeder ein Pferd bekommen und dann haben wir ein Wettrennen gemacht und ich bin Galopp geritten und wir wissen alle, nein, das wird so nicht gewesen sein. Aber Kinder erleben das wirklich. Also für die ist das hier oben passiert. Und dann denke ich mal, ja, du hattest einen super Tag, glaube ich. Also, aber da kann man das noch lustig und süß finden, aber wenn die jetzt zum Beispiel bei uns wir kommen ins Zimmer und sehen, das Kind hat unser Handy in der Hand und es fällt runter und ist jetzt die Spider-Man-App drauf, dann sind wir sauer. Also ich bin sowieso auch, ich bin ja nicht unfehlbar, ich bin dann sauer und dann fange ich an zu meckern und dann, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht das Handy in die Hand nehmen. Erstmal, der Fehler saß vorm Computer. Warum lege ich das in Griffnähe des Kindes? Ich habe dafür zu sorgen, dass mein Kind an alles irgendwie dran kommt, wo es dran darf. Aber ich will ja auf die magische Phase hin. Und dann ist es so, dass das Kind da stehen soll, ne, war ich nicht. Das war ich nicht. Und du denkst nur, das gibt's doch nicht, jetzt lügst du mich auch noch an. Und dann kommt immer, jetzt guck mir mal in die Augen und dann gucken die einen so, die wissen eigentlich, es ist scheiße, was da passiert ist, das wissen die schon. Und dann immer dieses, jetzt guck mich mal an und dann grinsen sie noch. Das ist aber was, das kann man total fehlinterpretieren. Wenn man das nicht weiß, dass das ein Beschwichtigungsgrinsen ist, das machen sogar Affen. Weil... Kein Scherz, das machen sogar Affen, weil die wollen, es ist jetzt wieder gut. Ich weiß, war kacke gerade, aber jetzt ist doch wieder gut. Guck mal, wie süß ich lächeln kann, weil das hat immer funktioniert. Lächeln funktioniert. Und es ist auch ein bisschen eine Übersprungshandlung. Wenn wirklich was Krasses passiert ist, kennt man, wenn man so ganz richtig mies mit dem Partner streitet, dann muss man manchmal seine Mundwinkel festhalten, weil man denkt, oh nein, ich darf jetzt nicht grinsen, auf gar keinen Fall. Der denkt, ich nehme ihn nicht ernst. Sowas zum Beispiel. Und für das Kind... war die Situation einfach so krass, und das können die, die machen hier oben einfach, nö, war ich nicht. Und dann waren die das in ihrer Welt nicht, genauso wie mit dem Reiterausflug, die waren das dann nicht. Und wenn man sagt, doch, ich hab's doch gesehen, dann sind die zum Teil richtig sauer, dass man ihnen das unterstellt, dass sie das waren. Wenn man das weiß, ist das immer noch Kacke, weil es ist einfach, Leben mit Kindern unter 7 ist einfach eine anstrengende Nummer. Deswegen, als dieser Titel reinkam von Frau Hille mit dem, wie profitieren wir von Bindung, da habe ich gedacht, so ja, eigentlich eher die Kinder. Weil wir Eltern, wir haben am Anfang da wirklich so viel reinzubuttern und die sind mega anstrengend und wir können eigentlich nur dadurch profitieren, dass wir wissen, warum die so sind. Und wenn wir eine gute Bindung zu denen haben, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Andere Kinder nerven mich viel mehr als meine eigenen, weil ich da wenigstens noch eine Bindung habe. Hm? Ja, oder? Ist so, ne?
Ja, so, danke. Aber kommen wir nochmal zurück zu unserem Wissen über Babys. Wir denken ja immer, also manchmal höre ich ja Schwangere oder auch schon gewordene Eltern. Nee, ich habe ja nicht gelesen. Ich mache das alles intuitiv, aus dem Bauchgefühl heraus. Und dann denke ich immer, ja, wenn dein Bauchgefühl ein gutes ist, dann kannst du das auch machen. Aber wir wissen ja jetzt hier, ne, Medien, die Harra, die eigene Erziehung, wenn die selber nicht so gut war, woraus haben wir denn dann unser Bauchgefühl? Vielleicht ist das gar nicht so gut. Und was eben viele gar nicht wissen, da sind wir wieder bei Wissenschaft, Bindung, dass Erziehung eine soziale Kompetenz ist. Das machen wir nicht einfach so instinktiv. Das haben wir immer schon durch Abgucken gelernt. Aber wo gucken wir denn ab? Wir haben nichts mehr zum Abgucken. Und das ist nämlich diese Gorilla-Mama, die ist da nicht ohne Grund. Die hat nämlich ein Baby bekommen, das sehen wir hier auch auf dem Foto. Und die ist aber selbst im Zoo groß geworden, mit der Flasche aufgezogen, hatte keine Ahnung, wie man stillt, hatte auch keine Freundinnen, die das gemacht haben. Und hat ihr Baby immer mit dem Hinterkopf angelegt. Das war für alle Beteiligten nicht ganz so befriedigend, können wir uns vorstellen. Und dann haben die überlegt, was machen wir denn jetzt? Da geht ja keiner rein und dreht der das Baby um. Was hat man gemacht? Die haben stillende Frauen vor den Käfig gesetzt und die hat sich das angeguckt, hat ihr Baby umgedreht und hat das Baby gestillt. Und das ist halt Abgucken. Und ich habe niemanden wirklich stillen sehen, höchstens unter so Tüchern und so. Aber man sieht kaum in der Öffentlichkeit jemanden stillen. Und überhaupt, wie Babys gewickelt werden. Also Diana sagt in dem Moment immer, ich habe ein YouTube-Video angeguckt, wie ich wickel, weil das war das erste Baby, das sie je auf ihrem Arm hatte. Ihr eigenes. Also wir leben halt nicht mehr in Sippen und in Großfamilien, sondern wir leben alleine. Ich habe mal das Statistische Bundesamt befragt, das fand ich sehr erschreckend. 27% aller Haushalte sind nur noch Mutter, Vater, Kind. Und am meisten haben wir Singles und Alleinerziehende und eben ältere Leute, die vielleicht auch nicht mehr zusammen wohnen. Genau. Wir sind alleine, weil wir müssen auch noch alles alleine machen. Solche Sachen hört man immer häufiger. Das Wort Mama-Burnout, das ist mittlerweile in aller Munde. Jede fünfte Frau fühlt sich davon betroffen, weil wir müssen ja alles sein. Das ist jetzt wieder gemein den Papas gegenüber, weil ihr macht mittlerweile ja auch einen ganz anderen Job und ihr bringt euch so viel mehr ein, als das vielleicht noch vor 50 Jahren. Ne? Dr. Oetker Pudding-Werbung möchte ich mal in den Raum werfen. Müsst ihr euch mal angucken. Das ist schon krass. Aber es ist halt so, wir sind eigentlich nicht dazu gedacht, Kinder alleine großzuziehen. Es gibt ja dieses, ne, es braucht ein Dorf. Wir waren halt immer als Nomaden unterwegs. Und zwar 99% der Menschheitsgeschichte waren wir unterwegs und nicht sesshaft. Und das ist bei unseren Babys noch nicht angekommen. Da hört man immer Steinzeitbaby. Habt ihr das Wort schon mal gehört, Steinzeitbaby? Das ist so, wenn man jetzt ein Baby schnappt und das einfach mal eben in eine Zeitmaschine setzen würde, nochmal so, keine Ahnung, 50, 60.000 Jahre zurück, das würde genauso groß werden wie die anderen Kinder zu der Zeit. Und eins von da hinten, hier rüber in die Zeitmaschine, das würde hier dann genauso groß, weil die sind noch sehr gleich. Wir kommen mit reinen Instinkten auf die Welt und dann gucken wir, was habe ich hier? Also die Babys kommen ja auch auf die Welt und die wissen nicht, ob in Köln oder im Kongo oder wo auch immer. Die müssen für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Deswegen haben die auch so viele Synapsen wie niemals wieder in ihrem Gehirn, wenn die auf die Welt kommen. Weil wir müssen wissen, was brauchen wir. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wahrscheinlich ist das so. Ich kann zum Beispiel keine Asiaten auseinanderhalten. Die sehen für mich alle gleich aus. Und auch keine Schwarzen. Und denen geht das auch so mit euch oder uns. Also wenn ich jetzt hier reingucke, dann würden wir für die alle gleich aussehen. Weil wir brauchen das nicht. Wir brauchen es nicht in unserem Alltag. Unser Hirn ist aber neuroplastisch. Ziehen wir jetzt nach Asien in irgendeinen asiatischen Raum, dann kriegen wir das wieder hin, weil dann brauchen wir das. Ein Tierpfleger kann Affengesichter auseinanderhalten. Also das, was wir brauchen, darauf stellt sich unser Gehirn ein. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir wissen so wenig über Kinder und was dazu, also wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist, dass wenn wir uns einen Hund anschaffen oder eine Katze oder eine Maus, dann kaufen wir uns einen Ratgeber, weil wir wissen wollen, braucht die Katze einen Kumpel, lässt man die zu zweit, was essen die, sind die verspielt? Also ich meine, auch unter den Hunderassen gibt es so viele verschiedene. Wer ein Border Collie oder mal einen Dackel hatte, der weiß, das sind völlig verschiedene Spezies. Und über den Menschen wissen wir leider echt wenig und deswegen sind wir ja hier.
Das ist quasi, ich nutze jetzt die Zeit einfach mal dieses Ganze, weil das ging ja bei mir so los, ich bin ja Mutter geworden und hatte keine Ahnung, ich dachte, die ist kaputt. Mein Gedanke war ja, die ist so wie die 40% und dann habe ich angefangen zu lesen und habe rausgefunden, ach nee, die ist ja sogar genau richtig so und das muss halt jeder wissen. Das Baby weint, es hat Angst, fühlt sich unsicher, es geht ja um Bindung heute. Mama und Papa trösten. Was dann passiert ist, dass bei Mama und Papa Dopamin, also das Belohnungszentrum, wird quasi da oben angeleiert und da wird Dopamin ausgeschüttet und das Gehirn denkt sich, oh, das habe ich super gemacht, das hätte ich gerne öfter und, das, und Mamas und Papas reagieren beim nächsten Mal direkt treffender und haben auch richtig Lust, das Baby zu beruhigen, weil das so Belohnung macht da oben. Das kriegen wir gar nicht mit, aber die Natur hat sich das so gedacht und deswegen funktioniert dieser Kreislauf so gut. Beim Baby ist es so, Mama und Papa trösten, ne, wenn das Baby weint und sich unsicher fühlt. Beim Baby wird aber nicht Dopamin ausgeschüttet, sondern Oxytocin. Oxytocin, jetzt können wir sagen, ach, Hormone, ne, Frauen immer mit ihren Hormonen. Nee, auch Testosteron ist ein Hormon und ihr Männer kennt das, das ist auch krass. Und das sieht man auch schon im Kindergarten und in der Schule. Die Jungs, die haben da schon echt mit zu kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Oxytocin kennen wir alle, das wird nämlich ausgeschüttet beim Orgasmus. Also das, was einen hinterher so entspannt werden lässt, das ist Oxytocin. Es ist das Liebeshormon, das Bindungshormon, das Glückshormon. Es gibt viele verschiedene Namen dafür, aber es ist eben auch das Bindungshormon. Und das wird beim Baby ausgeschüttet und das fühlt sich sicher und geborgen. Und es hat Vertrauen in die Eltern dadurch gewonnen, weil die versorgen mich. Oxytocin lohnt sich ein kleiner Exkurs, weil es stärkt die Paarbindung, das Vertrauen in andere Menschen, es reduziert Stress und Angst, macht uns empathischer und es beruhigt. Es wird unter anderem auch noch beim Stillen ausgeschüttet. Also beim Stillen geht das direkt in die Blutbahn. Das ist das, was die Natur uns geschenkt hat, weil Stillen und Babys sind in der Anfangszeit echt mega anstrengend. Aber hat die Natur sich gedacht, okay, ist anstrengend, machen wir was gegen, kriegt man Oxytocin. Und wenn man sich mit einer stillenden Frau unterhält, oder ich habe mit Diana die zweiten Babys recht gleichzeitig bekommen, also die sind 3 Wochen auseinander und dann haben wir da gesessen, haben erzählt, was wir alles machen wollen, dann haben wir angelegt, weil die Babys brauchten Milch und dann sitzt man da plötzlich so und guckt auch so belämmert und ist einfach, und dann ist so Oxytocin, ne, ja. Und das Schöne ist, das kriegt man aber auch, wenn die Väter zum Beispiel, die jetzt nicht stillen können, über Körperkontakt. Nach 20 Sekunden Körperkontakt wird Oxytocin ausgeschüttet, könnte man einen Test machen. Alle mal heute Abend den Partner mal länger als 5 Sekunden mal drücken, sondern wirklich 20 Sekunden, die können lang erscheinen, je nachdem, wie lange man sich schon hat. Aber das muss man wirklich mal machen, das ist krass. Also ich habe das getestet, dadurch habe ich mir meinen Mann geschnappt. Ich habe dem nämlich erzählt, was ich so mache, habe erzählt, Oxytocin, Körperkontakt, ich fand den total heiß und habe gesagt, das machen wir später mal. 20 Sekunden, dann habe ich ihn nie wieder hergegeben, das war super. Genau, da geht es aber auch um Beruhigung, ne? Das ist wieder die nächste Frage, ab wann können Kinder sich denn selbst beruhigen? Ich will das ja interaktiv, ihr habt alle gerade gegessen, ich will nicht, dass ihr einschlaft. Also wann können Kinder sich selbst beruhigen? 2, 7, 8, 10 Monate. Es kommt so schlecht bei mir an, ihr müsst lauter sein. Naja, wie auch immer, ich löse es jetzt eh auf. Man denkt immer, es wäre so schön, wenn sie das früh könnten. Und ich habe das in unseren Baby-Steps-Kursen, habe ich das öfter mal, dass dann Mütter da sitzen und sagen, nee, ich will eigentlich immer hinlaufen, wenn das Baby weint, aber mein Mann sagt, nee, soll ich mal nicht machen, weil das soll ja auch lernen, sich selbst zu beruhigen. Ist ja ein total netter Ansatz. Also ich verstehe den Ansatz auch. Das ist, wenn man es nicht weiß, und da sind wir wieder bei Wissen, ne, dass die das nicht können, ist das ein netter Gedanke. Und das Krasse ist, die können das die ersten 2 bis 4 Jahre überhaupt nicht. Also wir können da hoffen, dass sie es machen, aber es ist nicht so. Es wird leider immer, komme ich gleich drauf, also die ersten 2 bis 4 Jahre geht da nichts und so richtig selbst beruhigen geht erst so mit 6. Wie krass, also schon wieder ein Job mehr. Also ich sollte ja eigentlich auch sagen, wie profitieren auch Eltern von Bindung. Kommen wir ganz zum Schluss drauf, aber Selbstberuhigung ist etwas, was wir lernen müssen, und zwar über beruhigt werden von außen. Das nennt sich Koregulation.
Und da habe ich sie mal draufgepackt, und zwar der Sympathikus, der kommt so sympathisch daher, das ist unser Nervensystem, ne, die beiden Männchen. Einmal hier das HB-Männchen, das haben die von Anfang an. Das brauchen die ja auch, das ist eine Alarmanlage. Wenn die nicht sofort weinen, wenn man die ablegt, das ist nämlich so, ach du Scheiße, mein Mensch ist weg, der muss mich sofort wieder auf den Arm nehmen, das ist nicht normal, was hier passiert. Ja, das ist ein Muster, das läuft in dem Baby ab. Wir denken immer, ach guck mal hier, schöne Wippe, Fell, alles Mögliche, Babyzimmer, lege ich mal ab. Denkt man ja auch, weil wir haben ja diese Bilder da im Kopf von diesen Babys, die da so gemütlich rumliegen. Nein, für ein Baby geht da sofort eine Alarmanlage los. Das ist nicht so gedacht. Babys gehören auf den Arm. Wir hätten die früher nicht in der Steppe abgelegt. Das ist wie ein Gulaschhappen. Die haben wir bei uns gehabt. Das war gefährlich. Wir würden auch in der öffentlichen Toilette unser Baby nicht auf den Boden legen. Das machen wir nur da, wo wir wissen, es ist alles hygienisch, ist alles schön sauber. Aber das Baby weiß das doch nicht und das interessiert sich auch nicht dafür. Die finden das kacke, wenn die abgelegt werden. Und das, was dann passiert ist, nämlich, dass der Sympathikus abgeht. Adrenalin wird ausgestoßen, Cortisol wird ausgestoßen. Da gehen richtig, und das ist richtig, Angst. Also das ist auch nicht so, ach, es wäre so schön, wenn ich bei Mama wäre, ne? Deswegen mache ich jetzt mal laut, damit die mich hochnimmt. Das haben wir ja gerade gelernt, das machen die nicht manipulativ und absichtlich. Das ist leider Todesangst. Das ist immer so ein krasses Wort, aber für die Babys ist es elementar wichtig, jetzt sofort, sofort auf den Arm genommen zu werden und beruhigt und getröstet zu werden. Ich sehe ganz oft Mütter mit Kinderwagen schieben. Habe ich auch gemacht, ne? Also es ist nicht so, dass ich hier unfehlbar war. Bei meiner ersten Tochter hatte ich noch überhaupt keine Ahnung und habe Sachen gemacht, weil ich sie nicht wusste. Und das ist ja genau das, was immer wieder passiert. Wenn man es nicht wusste, wusste man es halt nicht. Aber dieses Weinen im Kinderwagen, dann denke ich immer, nein, das, man denkt immer, ja, in 5 Minuten ist ruhig, aber 5 Minuten Todesangst möchte ich nicht haben. Und das ist immer eine blöde Information, die tut immer so ein bisschen weh, aber die muss ich einfach raushauen, weil es leider so ist. Dass die aufhören damit, mit dem Schreien, hat 2 Gründe. Einmal sagt das Gehirn, das ist mir zu krass. Also hier dieses ganze Adrenalin und Cortisol könnte hier oben jetzt wirklich was kaputt machen. Ich muss das jetzt sofort abstellen und dann machen die so ein sogenanntes Not aus. Und wir haben ja eh nur 3 Prinzipien zur Verfügung, Kampf, Flucht und Starre. Kampf hat es gerade versucht, das ist so ein bisschen wie Kämpfen. Flucht funktioniert nicht und Starre ist dann die 3. Lösung und die wird dann genommen, weil wenn man zu lange schreit, könnte das ja auch wieder irgendwelche Fressfeinde auf den Plan rufen. 99% der Menschheitsgeschichte unterwegs, da muss man dann immer was zu sagen. Und der Parasympathikus, also der, der eben quasi für Ruhe sorgt und die Bremse im System ist, der muss sich erst entwickeln, der ist nicht da. Die Babys nutzen uns für ihr Nervensystem und das Krasse ist, die klinken sich bei uns ein. Die machen quasi so und wenn wir total aufgeregt sind, also das Kind fällt hin und wir können das gar nicht, da können wir gar nicht mit, oh, ach du Scheiße, das ist ganz schlimm und blablabla, dann kriegen wir das nicht beruhigt, da brauchen wir uns keinen vormachen. Wir müssen dann der Fels in der Brandung sein, wir sind jetzt stark und wir atmen tief ein. Und dann kann ich auch ein Kind beruhigen, anders funktioniert es nicht, weil die klinken sich ja ein und denken, es ist ja noch schlimmer, als ich gerade selber dachte. Die ist ja total aufgeregt gerade. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Kinder mal versucht habt, in den Schlaf zu begleiten. Ich habe das ja jetzt 11 Jahre hinter, also ich mache das seit 11 Jahren, dass ich eigentlich immer mit ins Bett gehe, bis die schlafen und dann stehe ich wieder auf. Und wenn aber jemand nebenan sitzt, eine gute Freundin oder so, und das Baby normalerweise immer total schnell einschläft, dann nicht. Weil die haben sich ja gerade eingeklinkt und haben sich gedacht, oh, Mama ist aufgeregt. Ich glaube, hier passiert noch was heute Abend. Ich glaube, hier ist noch eine Party. Ich bleib mal wach. Und wenn euch das passiert, dann kann ich euch nur einen Tipp geben. Das ist nämlich total gut. Entweder ihr rechnet so 57 mal 28. Da muss man ja schon mal anschnallen hier oben und mal Kopf rechnen. Das heißt, man rechnet. Man ist weg von dem Kind. Was schöner ist, sind so 40 Millionen im Lotto, was mache ich damit? Dann ist man irgendwann so nach einer Minute auf den Bahamas mit allen Freunden und das Kind schläft. Weil Mama ist nicht mit ihrem Nervensystem gerade aufgeregt beim Kind, sondern die ist ja gerade total relaxed, entspannt in der Südsee. Funktioniert. Ich erzähle das so oft und ich habe schon viele Rückmeldungen gekriegt, dass das funktioniert. Ich muss ein bisschen auf meine Zeit achten. Ne, ein bisschen habe ich noch. Ich renne durch.
Tragen, Körperkontakt. Körperkontakt, so war es vorgesehen. Wir sind immer getragen worden durch unsere Nomadenzeit. Also ist Körperkontakt war eigentlich klar. Wir hatten nichts anderes, wir sind getragen worden. Und durch dieses Getragenwerden, Körperspannung der Eltern, Nervensystem, immer quasi in Verbindung, konnte sich das Nervensystem auch einspielen. Also der Parasympathikus konnte an Mama oder Papa oder Tante oder wem auch immer lernen, wie Beruhigung funktioniert. Nur dass wir heutzutage eben immer so körperfern eigentlich groß werden. Also das ist mein Schwager auf meiner Hochzeit, das Baby ist da in der Trage, das ist super praktisch, weil Tragen ist so ein bisschen das Stillen der Väter, sagen wir immer. Brüste sind Waffen, da wollen wir uns keinen vormachen. Also man hat einfach als Vater verloren, wenn die Mama stillt. Und das finden Väter auch eigentlich immer blöd, weil die hätten auch gerne Bindung zu dem Baby. Und man denkt immer, na toll, du immer mit deinen Brüsten. Dann kommt auch oft der Vorschlag, mal abzustillen, damit der Mann auch mal eine Chance hat. Da denke ich immer, ihr könnt doch nicht beide eure Waffen abgeben, damit es gerecht ist. Ich meine, das funktioniert so fantastisch. Es gibt nichts Beruhigenderes als stillen. Aber so eine Tragehilfe, wenn die dann auch noch bequem eingestellt ist, man soll ja nicht schleppen, kann einfach auch eine Paarbeziehung tatsächlich stärken. Da denkt man immer, was hat das mit der Paarbeziehung zu tun? Naja, eine Mama hat, wenn die so ein 60%-Kind kriegt, das sich nicht ablegen lässt, den ganzen Tag Körperkontakt, den ganzen Tag Oxytocin. Und dann will der Mann abends auch noch Körperkontakt. Das geht nicht. Wenn das Baby ab ist abends, will man keinen Körperkontakt. So, und deswegen, liebe Väter, schnallt euch die Kinder um, weil das funktioniert fast so gut wie Brüste. Wenn die da drin sind, was denn? Was habe ich denn gesagt? Habe ich was Schlimmes gesagt? Also das mit dem Tragen funktioniert fast so gut wie Brüste, weil die Babys sich da drin beruhigen. Das ist so schön schuckelig. Die Anja schuckelt auch da hinten. Ne? Dann werden die nämlich, dann sind die zufrieden, weil die denken, wir sind unterwegs, der Stamm ist in Bewegung, hier ist alles safe. Ne? Das ist ja auch so, wenn man Kinder in so ein leises, dunkles Zimmer nebenan legt. Ne? Da schlafen die nicht. Die schlafen auf Partys unter Bänken und so, weil da war Sicherheit, da sind die anderen. So, genau, aber deswegen tragt eure Babys, also ihr Papas, weil die pennen da auch mal 2 Stunden in der Trage. Also ihr geht einfach um Block, also stehen bleiben ist Kacke, das könnt ihr vergessen. Und auch beim ersten Mal anlegen, ne, klinken die sich in Papas Nervensystem ein und denken, nee, an den will ich nicht drangebunden werden, auf gar keinen Fall. Gib mir die andere, die ist da schon besser drin. Also ihr dürft mir da vertrauen. Packt die Babys da rein, denkt an 40 Millionen im Lotto und lauft los. Also nicht joggen. Aber strammes Gehen ist nicht schlecht, auch wenn die weinen und auch wenn die Mama in dem Moment denkt, nein, gib's mir, nur ich kann das. Ne? Erstkinder werden nicht viel abgegeben an Väter. Ich habe auch gedacht, nur ich kann das. Aber die können das auch, die machen es nur anders, hört man ja oft. Aber lasst die Papas mal ran, lasst die Babys tragen und habt einfach mal 2 Stunden am Tag weniger Körperkontakt, weil dann ist noch Luft für den Papa. Und der sagt dann vielleicht auch, oh nee, heute nicht, ich war gerade spazieren. Ja. Genau, also Körperkontakt ist nämlich, und das weiß ja kaum jemand, also wir wissen, es schafft Bindung, ne? Körperkontakt ist für Bindungswesen, also wir sind ja Wesen, die immer nach Bindung suchen, wichtiger als Nahrung. Also wir haben ein Grundbedürfnis nach Körperkontakt und Sicherheit. Und da gab es ein Experiment mit so Rhesusäffchen, die hat der Herr Harlow in den 50er Jahren durchgeführt. Es gab 3 Kontrollgruppen. Eine Gruppe Babys blieb bei den Mamas. Die andere Kontrollgruppe bekam eine Drahtmutter mit Milch. Die sieht man auf dem Bild oben rechts auf der linken Seite. Also rein Draht, nur eine Milchflasche. Und die dritte Kontrollgruppe bekam diese Milchmutter mit dem Draht, aber auch noch so eine Kuschel-Frottee-Mutter. Und die Babys, die immer bei der Mama waren, die sind ganz normale Affen geworden. Ne? Aber die Kontrollgruppe, die nur die Drahtmutter bekommen hat, ohne Kuschelmutter, das ist daraus geworden, was wir unten rechts sehen. Die haben sich aggressiv gegenüber anderen Affen verhalten, die sind asozial geworden, die haben ihre Kinder verstoßen, als sie welche bekommen haben. Die sind quasi komplett zerstört seelisch. Nur dadurch, dass sie quasi keine Kuschelmutter hatten.
Die Gruppe, die wenigstens die Frottee-Mutter hatten, die haben sich ausnahmslos an diese Frottee-Mutter geklammert und sind nur mal, man sieht es ja auch auf dem Foto, zum Milchtanken rüber, aber dann wieder schnell wieder da in Sicherheit. Das suggeriert das ja. Und die haben auch noch eine Spur Neugier gezeigt, die sind auch noch mal aus sich rausgekommen, aber eben viel zaghafter als die erste Kontrollgruppe. Und daran kann man ganz gut erkennen, wie wichtig Körperkontakt und vor allem Sicherheit ist. Wir gehen noch einmal kurz zum Stillen, weil das für mich einfach dazugehört. Da haben wir auch wieder Oxytocin direkt in die Blutbahn, habe ich ja schon gesagt. Über Körperkontakt ist eher Nervenbahn. Das dauert ein bisschen länger, ist aber auch schön. Was ja kaum jemand weiß, ist, dass zum Beispiel Stillen ist ja in der heutigen, also hier in den westlichen Industrienationen wird ja so diese 6 Monate, die kennen wir alle, ne? Ja, 6 Monate stillen und dann abstillen, Beikost und so, da haben ja auch alle tolle Fahrpläne für uns vorgesehen. Aber eigentlich ist das weltweite, die weltweite Stilldauer ist bei 4 Jahren. Das ist mega lange eigentlich. Und ich meine, wir haben Milchzähne und die fallen so mit 6 aus. Früher hat man ewig gestillt, weil das auch so krasses Zeug ist, was wir da produzieren. Also ich meine, wir machen Menschenmilch für Menschen, die ist lebendig. Ich habe gerade letztens noch so einen Bericht gelesen, ist total spannend, warum wir diesen Impuls haben, das Baby immer zu küssen, weil wir dadurch aufnehmen, wie es dem Baby gerade geht. Also wenn das Baby jetzt gerade irgendwie krank wird, dann checkt unser Immunsystem das dadurch, dass wir das Baby küssen und dann werden Abwehrkräfte über die Muttermilch produziert und dem Baby mitgegeben. Es gibt abends zum Beispiel einschlaffördernde Substanzen in der Milch. Das ist wegen der Dunkelheit. Das passiert dann automatisch total. Also Muttermilch ist einfach echt ein abgefahrenes Zeug und es lohnt sich, das zu machen. Aber auch wenn man das nicht möchte, also ich bin hier nicht die Stillmafia, ich bin, gibt es ja, ne? Es gibt die Tragetaliban und die Stillmafia, wenn man was nicht macht, dann ist das ganz schlecht, hier darf jeder alles, also ich finde das ganz wichtig, dass man nämlich auch weiß, Fläschchen oder Muttermilch, das kann man bindungsorientiert machen, nämlich mit Körperkontakt und Blickkontakt und, das ist die allerwichtigste Info, keine 4 Stunden Abstände, keine Rhythmen, Blick aufs Kind, wenn das Baby Hunger hat und das sieht man, es schmatzt so ein bisschen, die Zunge kommt raus, leckt am Fäustchen, du willst auch mit erzählen? Ja, Baby. Der Gaststar hier, ne? So unfassbar süß. Genau, also dass man da einfach den Blick aufs Kind behält, weil wir wollen doch für unsere Kinder, dass sie ein natürliches Sättigungs- und Hungergefühl haben. Wir brauchen keine Essstörungen bei unseren Kindern. Wir wollen, dass die glücklich und selbstbewusst und fantastisch werden und dass man zeigt, nee, ich bin satt oder nee, ich hätte gern noch mehr. Also wie blöd ist das, wenn unser Partner sagt, nee, mehr gibt's aber jetzt nicht, erst in 4 Stunden wieder. Ne? Und gerade Milch ist halt nicht nur Hunger. Milch ist auch Durst und wer weiß es, wir alle, wir trinken mehr, man muss viel trinken, ja, Babys auch. Deswegen bei Flaschenkindern empfehlen wir immer, macht so einen Socken drüber, gar nicht auf die Zahlen. Also Blick weg von den Zahlen aufs Kind und einfach mal gucken, hat es noch Hunger, dann rühre ich noch was an und zwar am besten nur Prä und Einer, das ist nämlich nicht so, das ist nämlich ganz schlau und marketingtechnisch echt gut gemacht von der Milchindustrie, dass man erst Prä, dann Einer, wir sind schon bei Einer. Dabei ist dann nur Stärke drin noch zusätzlich und in der Zweier ist noch Zucker drin. Schreiben die aber nicht drauf, steht hinten nur so Ose, Ose-Gedöns. Also ganz viel Ose ist da drin, aber Ose ist eine Abkürzung für Zucker. Babyschlaf gucken wir uns auch noch an. Einmal alles. Eigentlich kann ich die Folie überspringen und wir gucken uns direkt diese an, weil dadurch wird so viel klar. Wir denken, unser Haus ist sicher in der Schwangerschaft. Viele ziehen ja auch aus der Stadt direkt aufs Land, weil es soll ja irgendwie auf der Wiese groß werden. Und dann das Babyzimmer, da wird das Arbeitszimmer schon in der Schwangerschaft ad acta gelegt und man ist ganz liebevoll, kauft man ein und richtet das Babyzimmer her. Aber da sind Babys nicht drauf programmiert. Die wollen nicht alleine schlafen. Und vor allen Dingen, es hat die Natur das nicht so vorgesehen. Also die hat gedacht, wir schlafen nah beieinander. Die hat nicht vorgesehen, dass das im eigenen Zimmer schläft. Was man nämlich dazu wissen muss, ist, dass wir schlafen nicht durch. Wir alle nicht. Wir checken alle 90 Minuten die Lage, merken, es ist so wie immer und schlafen weiter und können uns am nächsten Tag nicht dran erinnern.
Babys machen das nicht so oft, dass sie die Lage checken und dann wieder einschlafen. Die checken die Lage und denken, die ist nicht da. Das ist nicht gut. Ich muss mal wach werden und weinen und laut sein. Und dann ist man selbst auch aus dem Tiefschlaf womöglich gerissen und muss rüber in das Babyzimmer und muss dieses Baby jetzt, und dann muss man das ja jetzt irgendwo stillen. Und der Papa soll ja weiter schlafen, der muss morgen arbeiten. Ich habe mir hier schon so einen Sessel aufgebaut, da ist auch schon mein Wasser. Und das mache ich 5, 6, 7 Mal die Nacht. Entschuldigung, auf gar keinen Fall. Ich finde das bewundernswert, wer das so macht. Das würde ich nicht machen, da bin ich zu faul zu. Bei mir liegen die einfach nebendran. Und am besten hat man auch nichts an, weil dann geht das nebenbei. Und ich habe nicht mal am nächsten Morgen, weiß ich nicht mal, wie oft ich gestillt habe. Also ich weiß, dass der Papa immer gesagt hat, heute war ruhig, ne? Und ich denke so, nein. Nein, es war nicht ruhig, es war krass. Aber ich habe immer mal gedacht, ich muss mal Striche machen. Oder in der App habe ich gedacht, muss ich mal so, irgendwas muss es da geben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Leute, ich war erholt morgens, weil ich habe einen Ammenschlaf mit meinem Baby gemeinsam entwickelt. Das ist ein Fachwort dafür, dass sich unsere Schlafzyklen anpassen. Die haben 50 bis 70 Minuten, ich 90. Das funktioniert ja nicht. Also gleichen die sich an. Und wenn man in Hör- und Riechnähe mit dem Baby schläft, und da reicht auch so ein Babybalkon, wem jetzt das Familienbett zu krass ist, sonst gewöhnen die sich daran, ziehen nie aus. Leute, die ziehen aus und das ist nicht schön, der Moment. Wenn man eine gute Bindung hat, dann ist das nicht schön. Und ich war richtig traurig, als meine 10-Jährige letztes Jahr gesagt hat, sie hätte jetzt gerne ihr Bett im eigenen Zimmer. Da war richtig schlimm für mich. Ja? Aber ich mache das dann, weil sie hat sich ja entschieden und nicht ich. Ich meine, wie schlimm ist das, wenn man in ein anderes Zimmer muss, obwohl man da gar nicht hin will? Also ich meine, ich werde ja auch nicht weggeschickt von meinem Mann. Genau, aber wo war ich gerade? Das war doch auch so wichtig. Sekunde. Die Babys... Ach, das mit dem Ammenschlaf, ne? Das passiert bei denen, die sich verantwortlich fühlen. Ne? Das Krasse ist, dass es meist funktioniert, wenn sie verantwortlich sind. Und wollen wir uns keinen vormachen, hätte die Natur sich gedacht, es wäre toll, wenn die Männer auch mitmachen, dann hätten die auch Brüste mit Milch drin zum Beispiel. Ich glaube, das ist schon in Ordnung, wenn man sich das auch irgendwie anders aufteilt. Ich finde immer nur blöd, wenn die Kinder ins eigene Zimmer müssen, weil der Mann muss ja schlafen. Dann denke ich mir, ja, dann soll der doch in das andere Zimmer, dann kann der doch super schlafen, wo ist denn das Problem? Und so, ja, ist doch so, oder? Und alle immer so diese Angst vor, ja, aber wo macht ihr denn dann? Ne? Da gibt es in Englisch gibt's einen Spruch, der heißt, Co-Sleepers do it in the kitchen. Aber dafür kann man auch das Babyzimmer nehmen, das ja keiner braucht. Ne? Ich meine, wir sagen immer so aus Spaß, es wäre so geil, wenn IKEA so eine Beischlafzimmer-Serie mal rausbringen würde. Weil dann fragt doch keiner mehr doof, ne, bei der Hausführung so, ja, alle gucken ja das Babyzimmer oder so, ihr habt ein Familienbett, ja, aber oh nee, also wir machen ja auch immer, wir haben ja noch, ne? Dann so, ja, nee, da haben wir das Zimmer für, ne? Das Man muss einfach nur mal die Perspektive verändern, weil ganz im Ernst, auch Familienbettschläfer kriegen tatsächlich auch noch weitere Kinder, ist total abgefahren. Und das ist Und gerade die wollen ja immer noch mehr von denen, weil es so schön ist. Also ich höre ganz oft von Freundinnen, die das anders gemacht haben als ich, eben nicht so ständig getragen und gestillt und so und dieses Co-Sleeping. Die sagen immer, nee, also mir kannst du die Kinder so ab 2, kannst du mir die geben oder so ab 1. Aber vorher, boah, wie anstrengend. Und ich denke immer, ich nehme die bis 1. Das ist so easy. Das ist ein Selbstläufer. Wenn man trägt und stillt und die schlafen bei mir, pff, Pillepalle, danach wird's krass, wenn die laufen und so Sachen machen und sich. Ja, ist wirklich so. So, ich habe hier nochmal zusammengefasst. Genau, Hirnentwicklung ist ein wichtiger Fakt. Habe ich eigentlich, ich muss hier schnell durch. Hirnentwicklung passiert in der Nacht. REM-Phasen, Traum. Ne, dass da sortieren unsere Babys die Eindrücke des Tages in alle Schubladen. Nachts. Und was braucht ein Hirn?
zum Entwickeln, das braucht Nahrung und deswegen stillen die nachts so viel. Und dann gibt es immer so schlaue Kinderärzte, die sagen, nee, also so mit 6 Monaten brauchen die nachts keine Milch mehr. Da denke ich mir, ja, wann hast du denn die letzte Fortbildung gemacht zu dem Thema? Das ist ja was, das ist so gemein, die können vielleicht unfassbar gut eine Lungenentzündung diagnostizieren. Die sind richtig gut in dem, was sie können, aber die lehnen sich auch ganz schön oft aus dem Fenster bei Sachen, von denen sie keine Ahnung haben, so wie Beikost, lernen die nicht. Das ist einfach nicht vorgesehen im Curriculum. Ja, man darf alle mal hinterfragen. Ihr seid auch herzlich eingeladen, mich zu hinterfragen. Aber wir glauben denen immer alles, wenn die so Kittel anhaben. Also Babys brauchen Milch, weil das Gehirn wächst in den ersten 3 Jahren um das Dreifache. Die kommen erst mit 25% Gehirn auf die Welt und dann wächst das. Und wir wissen zum Beispiel, dass Kuhmilch hat eine andere Zusammensetzung als Menschenmilch, weil Kühe brauchen kein gutes Gehirn. Die brauchen Muskeln. Und deswegen ist da unfassbar viel Fett drin und alles das, was so ein gutes Kalb so braucht. Und in Menschenmilch ist ganz viel Zucker, weil wir brauchen das für die Hirnentwicklung. Wir sind dazu ausgelegt, dass unser Hirn sich entwickelt. Und deswegen kann ich euch sagen, die nachts viel wach sind, um ihr Baby zu stillen, das wird sehr schlau gerade. Also das ist einfach, in dem Moment kann man sich damit sehr gut trösten, dass man sagt, nee, es war eine Scheißnacht. Ist kein Problem, das Kind wird unfassbar schlau. So, und jetzt, das ist immer so ein bisschen irritierend, genau, Wissenschaft, Bindung, da ist sie wieder, die Folie. Wenn wir das alles wissen, und damit habe ich ja eingangs schon gesagt, dann ist das so, der Blick auf die Kinder verändert sich. Wir wissen jetzt, die wollen uns nicht ärgern, wenn die ständig nachts wach werden und Milch wollen. Die kämpfen für ihre Milch. Es gibt da zum Beispiel Äffchen im Zoo, die tun so, als wären sie schwer verletzt, damit die Mama sie noch mal ranlässt. Die kommen da so, die ziehen Bein nach und so und tun so, es wäre ganz schlimm. Und dann hüpfen sie nach der Milchmahlzeit einfach fröhlich weg. Kinder kämpfen für ihre Stillzeit. Die seltenst sagen die einfach so, ne, ich habe keine Lust mehr. Es wäre schön, wenn das so wäre, aber irgendwann sind auch wir mal wieder da, dass wir sagen, es ist jetzt gut. Aber es alleine zu wissen, dass Babys nicht dazu gemacht sind, alleine zu schlafen, dass auch alleine der plötzliche Kindstod deswegen auf in so ganz, ganz niedrige Prozentzahlen gesunken ist, ist auch dem geschuldet, dass die bei uns im Zimmer schlafen sollen. Das ist die allgemeingültige Schlafempfehlung und das hat damit zu tun, weil alle mal sagen, nee, also wenn das bei uns schläft, dann schlafen wir alle nicht so gut. Das Kind wacht viel öfter auf. Ja, genau. Das ist aber gut. Alle denken immer so, wenn wir durchschlafen, ist super. Nee, für Kinder ist das gar nicht gut, wenn die durchschlafen. Die brauchen ja Milch, Gehirnwachstum. Und vor allen Dingen brauchen die Geräusche, weil die nämlich sonst in zu tiefe Schlafphasen eventuell fallen, aus denen sie nicht wieder rauskommen alleine. 2% aller Kinder sollen Apnoe-Schläfer sein und kommen da eventuell nicht wieder raus. Und deswegen ist diese Nähe zu den Eltern, das Schnarchen, das Rumdrehen, ist total gut für Kinder. Wenn man das weiß, hat man wieder einen anderen Blick drauf. Die Nächte sind immer noch Kacke. Das ist ja das Blöde. Ich kann euch gar nicht sagen, ihr werdet da jetzt total von profitieren, von der Bindung. Ich kann euch nur sagen, eure Kinder werden immens davon profitieren, wenn ihr die einfach liebt und für sie springt und den Fels in der Brandung macht. Was wir nämlich auch noch wissen sollten, ist, dass wenn wir keine sichere Bindung fühlen, da ist eine Folie weg. Die wollte ich nur kopieren, ich habe sie verschoben. Ha! Naja, ist egal, die kommt noch. Ein bisschen anders, aber ich erkläre dann was dazu. Also, nee, ich will aber zu der erst, warte. Und zwar, warte, da. Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Ne? Wir hauen da unten in dieses Wurzelwerk unfassbar viel rein. Die ersten Jahre bauen wir Wurzeln. Das hat schon Goethe gesagt. Wurzeln und Flügel brauchen Kinder. Wurzeln, also so den Heimathafen, die sichere Bindung, da kommt, eigentlich bin ich nämlich Architektin, da kommt die immer noch mal durch. Die sagen immer so ein richtig gutes, hohes Gebäude. Da ist richtig Fundament in der Erde und da sind Millionen zum Teil in der Erde verbuddelt, damit da ein hohes Haus raus werden kann. Und wenn wir, so sah nämlich die Folie eigentlich aus, da war so Wind. Und da stand Stress und Mobbing und schlechter Job und was auch immer. Irgendwie schlimme Sachen oben. Da habe ich mir einige ausgedacht und dann scheinbar gelöscht. Also das ist halt das, was passiert, wenn dann für das Kind später wirklich Zeiten kommen, wo es nicht so schön ist. Die mit dem richtig guten Wurzelwerk, die sich verlassen können und die einfach gut groß geworden sind, die sind resilienter, nennt sich das.
Das kann man nämlich tatsächlich auch belegen, was mit denen passiert, mit den Kindern, mit der guten frühkindlichen Bindungsqualität, weil das, was da unten reingebuttert ist, das macht quasi diesen großen Baum da oben. Und dann trauen wir uns auch raus. Und da kommen wir wieder zu der Folie hier. Wir können nämlich nur eins immer. Wir können nicht beides. Also die Schnecke, die steht so ein bisschen dazu oder dafür, wenn ich mich nicht sicher fühle, dann gehe ich in mein Haus und dann bin ich da drin sicher. Aber dann kann ich die Welt nicht entdecken. Und wenn ich die Welt entdecken will, muss ich mich sicher fühlen. Das ist ein kleines Beispiel, kennt ihr vielleicht so oder auch nicht, aber ich beschreibe es euch mal. Euer Partner kommt auf einmal später nach Hause, sagt aber nicht warum. Ist irgendwie komisch, das ist ein komisches Gefühl, da ist wieder so ein Nervensystem, wir wissen, da ist irgendwas im Busch. Fühlt sich nicht gut an. Wir sind ein bisschen in panisch vielleicht auch und denken, was ist da los und fühlen unsere Bindung in Gefahr zu unserem Partner. Und da buche ich keine Fortbildung. Da kann ich auch nicht mit Freundinnen feiern gehen, da geht es mir schlecht und ich denke, was ist hier los? Am besten redet man mit dem, ne? Aber irgendwie traut man sich vielleicht nicht. Und dann kommt er irgendwann abends nach Hause und sagt, guck mal Schatz, ich habe die letzten Wochen die ganze Zeit heimlich was vorbereitet und hier habe ich gebastelt, was auch immer. Dann denkt man nur, boah, du Idiot. Mach das nie wieder. Bring mir nie wieder eine Überraschung mit. Bastel nichts. Ja? Weil in dem Moment fällt das alles von einem ab. Man denkt sich die ganze Zeit, oh Gott sei Dank, der ist ja immer noch so süß wie immer. Und ich brauche mir gar keine Sorgen zu machen. Meine Bindung ist wieder hergestellt. Und dann kann ich auch wieder, ach Mädels, wie sieht's aus, sollen wir uns am Wochenende treffen? Oder ich reise mal wieder auch alleine, weil meine Bindung ist da. Und Kinder sind genauso. Wenn die sich sicher fühlen bei uns zu Hause, dann gehen die auch die Welt entdecken. Ich habe bei meiner Großen echt lange drauf gewartet. Ich wusste ja, dieses AP-Ding, ne, Attachment Parenting, wenn man das so macht, so bindungsorientiert, dann sind die total auf, die machen alles alleine, hast hinterher nicht mehr viel Arbeit mit. Und die saß mit 3,5 immer noch nur auf meinem Schoß. Und ich dachte, wann geht's endlich los hier mit dieser Exploration, von der immer alle erzählen? Ja, ging dann los. Und die ist so krass, die ist sowas von selbstständig. Die ist, also es lohnt sich. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Ich habe selten ein Kind gesehen, das sich so sicher seiner Bindung ist. Die weiß, auf die Alte kann die sich verlassen. Kleiner Exkurs zu meiner Mutter, ich habe ja schon gesagt, ne, die Hippie-Dame auf dem Foto, die hat eine mega Flugangst, ne? Also nicht nur ein bisschen Flugangst, sondern so richtig Flugangst. Und ich weiß aber, dass wenn ich jetzt nach Australien fahre, fliege und mir passiert da was, die wäre im nächsten Flieger und die säß beim Piloten auf dem Schoß und würde sagen, du machst jetzt mal schneller hier, Freundchen. Ne? Das gäbe überhaupt, und da kann ich mich drauf verlassen, mein ganzes Leben. Die hat auch nie, ich weiß, mit 19 bin ich mal in so ein parkendes Auto reingefahren. Da rufe ich meine Mutter an, sofort. Und dann sagt die, ach du Scheiße, was hast du denn gemacht? Ja, wo soll ich dich abholen? Wir kriegen das hin, alles kein Problem, mach dir keine Sorgen. Eine Freundin von mir sagt immer, meine Mutter, das wäre doch die Letzte, die ich anrufen würde. Die würde sagen, ist doch klar, war doch logisch, ist doch klar, dass dir das wieder passiert. Kannst du selber gucken, wie du klarkommst. Ich hole dich mal nicht ab. Und das sind halt so die Qualitäten, die dieses Wurzelwerk ausbilden. Ich gehe total safe durchs Leben. Ich denke immer, ja, mache ich einfach, ich versuch's. Und was soll denn passieren? Ich habe ja diese Hängematte, diese emotionale Hängematte meiner Eltern, die habe ich immer noch. Ich bin echt schon 3x7. Und das ist genau das, was ich für meine Kinder und ihr bestimmt auch für eure wollt. Ich meine, ihr wollt doch auch, dass die ein gutes Selbstwertgefühl haben. Dass sie selbst wirksam sich fühlen. Ihr wollt, dass sie einen guten Job später haben, dass sie gute Beziehungen führen und Freundschaften. Und dass sie euch auch noch besuchen später, wenn die größer sind. Ich meine, wie viele sagen, nee, die Besuch, wenn die mal im Heim ist, da gehe ich nicht hin. Das hat sie dann verdient, so ungefähr. Und wenn wir das alles wollen, dann ist das total gut, wenn wir wissen, dass wir da ganz früh anfangen. Und selbst wenn ihr jetzt vielleicht ältere Kinder habt und die ganze Zeit denkt, na toll, das wusste ich alles nicht, ich habe voll Scheiß gemacht. Ja, gibt es voll viele, weil man es ja nicht wusste. Dann kann man das aber immer noch, indem man hingeht und sagt, oh, ich habe was erfahren. Ich war ganz schön bescheuert zu dir. Das tut auch noch nach 30 Jahren gut. Ich habe mal, wir haben mal eine Firma geschult und da war eine ältere Dame, die sagt dann, ja, aber dann haben wir doch alle einen an der Pfanne. Und dann habe ich gesagt so, ja, eigentlich schon. Deswegen ist ja auch Stefanie Stahl mit dem inneren Kind muss Heimat finden, seit Jahren auf der Bestsellerliste, weil wir alle irgendwann mal merken, hier irgendwas ist hier nicht gut gelaufen und wie toll das wäre, wenn dann eine Mutter, selbst wenn man 60 ist, noch zu einem kommt und sagt, ja, du hattest recht, das war nicht gut, was ich gemacht habe.
So, aber wir wollen ja hier nett raus und nicht mit so einem blöden Gefühl, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe jetzt noch eine Sekunde und ich habe mir vorhin überlegt, ich lese noch was vor kurz, weil das der Bindungsmensch schlechthin, der Karl-Heinz Brisch, wer an Bindung interessiert ist, das ist so der Bindungspapst, den wir haben hier in Deutschland, der hat einen Artikel geschrieben und zitiert da einen Kollegen. Der sagt nämlich, es ist nicht nur die psychische Gesundheit. Jetzt komme ich nämlich hier zu meinem, wo wollen wir eigentlich hin, nämlich zu dem, warte, wo ist die Folie? Die habe ich nicht mehr drin, die habe ich wahrscheinlich auch gelöscht. Warum profitieren wir von Bindung? Und wenn wir uns jetzt einig sind, okay, wir vielleicht nicht so, außer dass wir weniger genervt sind, aber die Kinder profitieren davon. Es ist nicht nur die psychische Gesundheit, sondern auch die Allgemeinmedizin weiß jetzt, dass ganz viel in der frühkindlichen Bindungserfahrung liegt, in der Qualität. Ich lese mal vor. Also jegliche negative Erfahrung, vor allem in den ersten Jahren, aber auch schon im Mutterleib, steigert das Risiko vieler Menschen für alle möglichen Erkrankungen viel später im Leben. Dafür haben wir inzwischen ganz klare Belege. Wird jetzt so ein Arzt zitiert, soll ich es vorlesen? Ist voll lang jetzt, was der alles so kann. Schwere Traumen wie Missbrauch und Misshandlung, aber auch vermeintlich harmloser klingende Dinge wie eine Bindungsstörung oder widrige soziale und wirtschaftliche Lebensumstände resultieren in langanhaltenden Veränderungen im körperlichen Stresssystem, dass sich diese frühkindlichen Traumen nämlich merkt und reagiert. Die ganze Palette der klassischen internistischen Erkrankungen, Herz- und Kreislaufleiden, Krebs, Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Morbus Crohn, Asthma und viele andere oder eben auch diese Schmerzkrankheit, Moment, Fibromyalgie, ist etwas, wo man konstant Schmerzen hat. Der Körper hat Schmerzen die ganze Zeit, man kommt nicht mehr klar. Und da hat man herausgefunden, dass wenn man da therapeutisch und zwar mit der Seele arbeitet und nicht mit dem schmerzenden Körper, dass das weggeht. Und ich meine, das ist diese Heilung des inneren Kindes und diese ersten Lebensjahre, die Bindungserfahrung, die stärken eben fürs ganze Leben. Und deswegen ist das total gut, dass wir wissen, die machen uns nicht, die manipulieren uns nicht, die machen nichts absichtlich und die waren vielleicht galoppieren oder so. Also wenn wir wissen, was bei denen abgeht, bei den Kindern, dann können wir das alles vielleicht einfach anders hinnehmen und die lieben, wie sie sind. Und ich verspreche euch, ab 7 zieht die Vernunft ein und der Verstand ist online und dann wird alles viel schöner. Genau, also falls ihr noch Fragen habt. Ah ja, genau, nee, die eine noch. 90% aus dem Unterbewusstsein ist uns gar nicht so oft klar. Über 90% agieren wir aus dem Unterbewusstsein. Und das wird in den ersten 3 bis 6 Jahren quasi ist da unten dieser Part, der wird geprägt. Also wenn man nett zu uns ist, dann sind wir nett zu anderen. Und wenn wir gehört werden, auch unser Nein gehört wird, dann akzeptieren wir auch ein Nein von anderen. Ich finde das noch zum Schluss, diese Geschichte mit den U-Bahn-Schubsern. Habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt, ne? Das war ja in Berlin irgendwann. Da habe ich so oft gehört, die hätten besser mal einen auf den Arsch gekriegt. Und dann denke ich mir, nee, Leute, der hätte besser mal einen weniger auf den Arsch gekriegt und ein bisschen mehr Liebe, weil jemand, der immer geliebt wird, der schubst keinen die U-Bahn runter. Und das ist halt was, da müssen wir hin. Wir müssen einfach mal gucken, dass wenn wir nett behandelt werden, dann behandeln wir einfach auch netter. Vielen Dank.